Die. Wisst ihr, warum der Level so doof ist? Weil ich da nicht mit dem Rückwärtssprung rein kann. Ja, deswegen. Weil der so klein ist. Leistung 100. Find die 8 roten Münzen. 2 Level. 2 müssen wir noch machen. Dann ist gut. Dann ist gut. Dann haben wir den Spaß hier auch geschafft. Ich finde ja so Level, wo man überall runterfallen kann, echt klasse, ne? Echt. Bin ja total begeistert. Aber zumindest weiß ich, wo die letzten 2 Sterne sind. Das qualifiziert mich ja schon mal hier. So, und jetzt tot. Übrigens, ich habe es gerade mal demonstriert, man kann sich an diesen Pilzen auch nicht festhalten, ne? Das heißt, entweder du landest da drauf oder du stirbst. Was sagt denn der offizielle Spieleberater dazu? Hallo Mario! Dieses Level ist total scheiße. Und eigentlich haben das die Entwickler nur eingebaut, weil sie die Menschheit hassen. Ja, das steht da drin. Wenn du trotzdem spielen willst, selber schuld. Ich an deiner Stelle würde nochmal zum Flohmarkt rennen und diese Cartridge dem Verkäufer in den Arsch schieben. Ja, das steht so da. Das steht genau so. Ja, ich denke mir das gerade nicht aus. Oh. Okay, ich will jetzt nicht sagen, dass ich den schweren Teil geschafft habe, ne? Da drüben die Moles, die sind ja wild. Die, guck mal, die wollen schon wieder, ne? Die wollen richtig mir auf die Fresse hauen. Und mir einfach mal richtig schön zeigen, wo beim Pavian die Hupe hängt. Oh, und ich lasse das nicht mit mir machen. Ich bin jetzt total ausgeglichen, so. So ein bisschen krabbeln. Und guck mal, wie die da immer noch werfen. Ja. Arschgeigen sind das. Das sind renitente Arschgeigen. Okay. Der Witz ist, das bisher war ja nicht so schwierig. Sondern der Sprung hier zum Stern, der ist das, wo wir mal zeigen, was wir können. Soll ich da einfach mal von hier runter? So, einfach mal gucken? Ja, ist machbar. Okay. Dann gehen wir mal erstmal hier hin. Das ist natürlich auch sehr einfach, wenn man sehen kann, wo man gerade ist. Ah! Okay, auf Maulwürfe warten, dass sie gerade nicht werfen. Und dann Stern abkassieren. Geschafft. Geschafft. Alles wieder gut. Maddie wieder glücklich. Finde die 8 roten Münzen. Jawohl. Und weiter geht's. Übrigens habe ich irgendwann mal gesagt, dass es nur 2 Wasserlevel gibt. Da habe ich natürlich dieses eine Aqua-Dingenskirchen. Das habe ich total übersehen. Weil das für mich auch jetzt nicht so ein hundertprozentiges Wasserlevel ist. Das ist so ein Binnengewässerlevel. So ein Hafenrundfahrtlevel. Rusty Bucket Bay ist für mich auch nicht so ein Wasserlevel wie jetzt zum Beispiel Clanker's Cabin. Ja. Obwohl das schon eher als, wie hieß das andere? Treasure Trove Cove. Oh komm Mario, nimm deine Plauze mal weg von der Wand. Ich weiß, das ist ein bisschen erotisch, wenn das irgendwie mit solchen Ranken da passiert. Aber das... Darauf können wir gerade keine Rücksicht nehmen. Ja, ich hab's gleich. Diese Maulwürfe machen mich etwas nervös. Ein klein wenig. Ich werde nie wieder einem Maulwurf vertrauen, ich sage es euch. Nie wieder. Boah, das war knapp. Das war sehr knapp. Aber ich habe... Das ist die süße Fruchtigkeit, die ich jetzt hier noch rausholen kann. Yeah. Okay. Einfach dran vorbei. Als gäbe es hier nichts. Aber hier gibt's ja was. Ich mach's wieder auf Anhieb falsch. Ach, guck mal. Ich hätte das Ding gar nicht gebraucht. Hashtag nur echte Rallyes. Oh. Halte Ausschau auf der Brücke. Hab ich. Ich hab alles gemacht hier. Da. Fliegenpilz-Fiasko. 6 und 1 Bonusstern. Guck mal, hier kann ich nicht rein. Und da auch nicht. Ja, alles beschissen. Ah, das ist schön hier. Dieser Welt nennt sich Gulliver Gumba. Und hier hat man 2 Möglichkeiten. Entweder man geht da rein. Oder man geht da rein. Und je nachdem, wofür man sich entscheidet, ist man hinterher in der Welt groß oder klein. Wurde sehr oft aufgegriffen von SMW-Hackern. Pflücke die Schnapp-Piranha zum Beispiel, können wir auch mal machen. Hier sind wir jetzt groß, das sind die Viecher total kein Problem für uns. Die bashen wir einfach. Aber negativ beim Ganzen ist,
wenn wir groß sind, können wir auch nicht überall hin. Das Ding ist übrigens nur dazu da, um mich zu ärgern. Aber man kann hier ein Extra-Leben abgreifen. Ich weiß gar nicht, ob man hier sterben kann. Ich glaube, hier raus kann man nicht fallen. Das erkennt man schon sehr gut am Wasserpegel. Aber in die andere Richtung geht. Da war irgendwie was. Ich kann mich ganz, ganz dunkel dran erinnern. Okay, wir können diese Piranhas theoretisch hier als großer Mario zerstören, aber das ist nicht so witzig, wie wenn wir da einfach mal als kleiner Mario hingehen und denen mal richtig zeigen, was wir von denen halten. Ja. Einfach ist das nicht. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind. Ich glaube, drei. Drei! Drei! Wo bist du denn? Oder sind nur die beiden hier? Das wäre natürlich sehr witzig, wenn es nur zwei Stück wären. Nee. Ich glaube, hier ist noch ein dritter irgendwo. Ja. Bam! Geh weg nach Hause, du Affe! Ich hasse dich! Ja, ich glaube, dann sind es doch vier. Ja, hier ist ein vierter. Bam! Ach, fünf! Na gut. Ist in Ordnung, es sind halt fünf. Auch hier, wie ihr vermutlich schon wisst, darf man das hier öfter machen. Denn jede dieser Piranha-Pflanzen lässt zwei Münzen fallen und zwei Münzen geben einem hinterher den 100-Münzen-Stern. Ja, dieser 100-Münzen-Stern ist übrigens alleine das, was einen sehr schlaucht hier. Allerdings ist es hier so, dass in dem Level selber schon arsch viele Münzen verteilt sind. Ich kann aber nicht sagen, ob man am Anfang hier besser groß oder klein ist, jeweils bei den einzelnen Sternen. Also da muss ich selber ein bisschen rumprobieren gerade. Gehen wir mal hier hin. Begib dich zur Spitze der Insel. Da macht es doch ein bisschen mehr Sinn, da klein zu sein. Nee, macht es nicht. Gehen wir mal hier lang. Hier ist übrigens ein alter Genosse von uns. Der One-Hit-Kill-Superfisch ist hier. Und der macht uns richtig kaputt. Ja. Und Lucky Too. Der alte Schnitzelbieger. Das tut mir gerade so ein bisschen leid, wie der geflogen ist, ne? Ein bisschen. Bam! Übrigens holt man die meisten der Münzen hier dadurch, dass man Gegner verprügelt. Das ist wie im echten Leben. Und man holt auch sehr viele Münzen dadurch, dass man gar nicht weiß, in welche Richtung man gerade fährt. Okay. So, das ist der Moment, wo der Panzer gerade nichts mehr kann. Obwohl, warte. Ja. Ja, für die 2 Meter lohnt es sich dann doch, einen Panzer mitzunehmen. Tatsächlich. Ich gehe einfach mal hier hin. Es wird doch irgendwie möglich sein, mich zur Spitze der Insel zu begeben. Ja, wie gesagt, also man kann theoretisch sterben hier. Jetzt die Frage, ob man da eigentlich hin kann, wenn man einen Dreisprung... Oh, Mario, ehrlich. Wenn man den Dreisprung hier überhaupt hinkriegt, das ist die Frage. Nee, das wird nichts. Da muss man schon zu härteren Mitteln greifen. Die da heißen Pflanzen verhauen. Bang. Übrigens kann man auch dadurch sehr viele Münzen kriegen, dass man hier runterfällt. Was war da denn? Ich kenne mich hier doch überhaupt nicht aus. Ah, na gut. Also das Projekt großer Mario sein und das damit versuchen, das ist jetzt ad acta gelegt. Deswegen machen wir es nochmal hier. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier die 100 Münzen holen soll. Ich weiß es einfach nicht. Begib dich zur Spitze der Insel. Ah, toll. Und die geben trotzdem nur eine Münze ab. Das Gute hier ist aber, dass die Münzen auch da sind, wenn man groß oder kleiner Mario ist. Das heißt, hier hat man tatsächlich freie Wahl und sollte eigentlich beides mal gemacht haben. Nur damit man hier komplett mit allem belohnt wird. Und es gibt ja theoretisch da eine Route, die man gehen könnte. Aber ich habe gerade keine Ahnung, wie das am besten funktioniert. Genauso wenig weiß ich, wie ich da oben raufkommen soll. Hier ist übrigens der böse Bruder von unserem Lucky Too. Ich weiß auch nicht, warum der hier ist. Und warum sein Freund nicht einfach sagt, pass auf, der ist ein Netten. Aber vielleicht ist der Lucky Too... Oh Gott, ja.
das ändert natürlich das komplette Verständnis hiervon, ne? Lucky 2 ist ja eigentlich nur darauf bedacht, hier ein ordentliches Snuff-Video von Mario zu machen, ne? Darum geht's. Achtung, starke Böen, aber es könnte auch eine aufregende Reise werden. Och, nicht schon wieder. So geht's. Und ich will's mal ganz grob als schwierig bezeichnen. Beziehungsweise nicht immer wiederholbar. Das ist das Problem. Und die Münzen... Ah, das ist meine Achillesferse hier tatsächlich. Ich weiß es nicht. Man kann jetzt übrigens auch gegen die Wand boxen und in seinen Tod stürzen. Das geht auch. Das ist alles möglich. Ihr glaubt es mir nicht, ne? Ja, ich werde es aber jetzt auch nicht demonstrieren. Das tut mir ein wenig leid, aber eigentlich auch nicht. Jetzt nicht sagen, dass er mich hier gerade nervös macht. Oh, kennt ihr ja noch Schuh des Manitou? Genau das mache ich hier gerade. Also ich kann mir nicht vor... Oh! Ich kann mir nicht vorstellen, wollte ich sagen, dass man hier ein großer Mario sein sollte. Mein Gott! Ist frei? Ja. Och man, Mario! Echt. Beweg dich halt mal ein bisschen schneller. Okay, der muss jetzt hier kriegen. Damit ich ein bisschen Lebensenergie zurückkriege, ist das vonnöten. Was natürlich auch sehr witzig ist, ist, dass man hier einen Großteil der Münzen dadurch holt, dass man solche Flyguys auf so einer ganz schmalen Brücke zerhauen muss. Das ist natürlich sehr witzig, ne? Okay. Stern. Ja! Hier ist er drin! Der Stern! Jawohl! Danke! Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich jetzt einen großen Bruder haben, der mir den 100-Münzen-Stern hier macht. Aber habe ich leider nicht. So geht das leider nicht. Das ist kein Wunschkonzert. Tatsächlich nicht. Womit starten wir denn? Yip, yip. Wo ist eigentlich der Bob-Omb? Ich glaube, der ist nur da, wenn man groß ist. Trete noch einmal gegen Cooper an. Ah, das ist cool. Ja, das mache ich gerne. Bam, bam. Juhu. Los, Mario, gib Gummi. Ich habe Angst in diesem Tümpel, da ist der große Fisch. Oh Gott. Habt ihr den gesehen, wie dreist der wieder ist? Dreistomatico. So geht das nicht. So geht es nicht. Das ist gar nicht richtig. Oh, guck mal, der mit seiner hässlichen Fresse. Oh. Okay, wie geht das hier am besten? Ja, okay, das geht auch so, oder? Dann, das muss ich nicht unbedingt direkt mit einem Dreisprung schaffen. Das beruhigt mich ungemein. Okay, kann man auch so ein bisschen schräg rennen. Da muss er sich nicht unbedingt die Plauze kaputt reißen. Und der Cooper ist da hinten. Da muss ich aber vorher unbedingt noch was machen. Hier, guck mal, hier sieht man schon, wo wir hin müssen. Das ist cool, ne? Ich müsste eigentlich alles umbringen. Ausziehen. Alle ausziehen. Oh Mann! Nein, nee, 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 nicht anzünden. Diese Stelle hier finde ich übertrieben räudig. Weil man. Okay, das geht doch nicht anders. Was ist denn hier los? Oh! So geht's natürlich auch. Ich habe Angst. Ich habe sowas von Angst. Ich weiß gar nicht, wo der Cooper ist. Ich glaube, der eiert hier auf diesem Plateau rum. Ne, da oben ist wieder der Big Bumsy. Den möchte ich nicht challengen. Der ist böse. Da ist er! Guten Tag! Das Schwierige hier ist, wenn man sich so ein bisschen daran orientiert, wie groß die Goombas sind, überschätzt man gerne, wie tief diese Sprünge hier zu sein haben. Hallo. Ich mache gerade einen kleinen Walllauf. Komm doch später wieder vorbei. Dein Freund Cooper. Moin. Lang ist her. Du scheinst noch schneller geworden zu sein. Hast du heimlich geübt oder liegt's an den Sternen? Meine letzte Niederlage geht mir nicht aus dem Kopf. Aber das ist meine Hausstrecke. Wie wär's mit einer Revanche? Das Ziel liegt hinter der Bodenbrücke. Fertig. Los.
Hier ist er ein richtiger Schlawiner, also er gibt hier richtig Gas und kaum sind wir 2 Meter weiter, dann fängt er an mit seinem dreckigen Rubberbanding. Also das wird hier anstrengend, Leute, das wird echt anstrengend. Und vor allen Dingen, wenn man sich so selber suizidal zerstört. Und hier muss man natürlich gegen den Wind. Ah! Da, guck mal, da hinten ist er nämlich schon. Das ist schwierig. 2-2-2. Das darf doch alles nicht wahr sein. Ich habe schon wieder verloren. Und dabei habe ich mir extra einen neuen Cooper Mach 1 Schuhe gekauft. Ach, naja, ich denke auch, dieser Stern gehört dir. Herzlichen Glühstrumpf. Da ist er. Sternis. Sternis. Sternis, Sternis, Sternis. Ah. Schön. Trete noch einmal gegen Cooper an. Ich hab. Bis zum nächsten Mal.